Hallo, Jasmin hier von Hase Production. Ich war heute wieder einkaufen. Irgendwie steht das noch nicht richtig. Ich glaube, so ist besser. Ich war heute wieder einkaufen, beim Netto unseren Wocheneinkauf machen und habe 40,06 € bezahlt. Ja, also ich würde sagen, wir fangen mit dem Wochenplan an. Und als da wäre erstmal nur 6 Mahlzeiten, mir ist nämlich einfach irgendwie nichts eingefallen. Mann und Sohn waren diese Woche nicht unbedingt eine große Hilfe, außer 2 Sachen, 3 Sachen. Und deswegen einen Tag muss ich mir da noch was einfallen lassen. Aber wir bekommen heute Nachmittag Besuch. Morgen habe ich auch keine Zeit zum Einkaufen. Also musste das heute halt erledigt werden. Also heute Abend gibt es Pizzabrötchen mit Salat. Salat habe ich noch da. Wir waren Anfang der Woche beim Kaufland. Haben wir ein paar Kleinigkeiten geholt. Da haben wir einen Chinakohlsalat mitgenommen. Und Pizzabrötchen hat sich der Kleine halt gewünscht. Und der Besuch, der heute kommt, der mag das auch sehr gerne. Das weiß ich. Dann gibt es einmal Nudeln in Sahnesoße. Einmal mache ich Blumenkohl-Kartoffelauflauf. Dann gibt es einmal Rouladen mit selbstgemachten Klößen und Rotkraut, einmal eine hausgemachte Pizza und einmal Germknödel mit Vanillesoße. Gut, dann würde ich sagen, fange ich mal an. Erstmal habe ich zum Snacken bzw. auch für die Pizza Paprikas mitgenommen für 1,29 €. Einmal Weintrauben, die blauen für 2,29 € im Angebot. Eine Zucchini, kleinere hatten sie diesmal nicht. Das Kilopreis 1,79 €. Aber ihr wisst ja, ich mache mir gerne Zucchini-Spaghetti, wenn es Nudeln gibt, mit untermischen. Dann für die Pizzabrötchen brauche ich natürlich auch Brötchen. Dann nehme ich immer diese Aufbackbrötchen her. Die sind dafür am besten, die Packung für 69 Cent. 69 oder 65 Cent? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube 69 Cent. Dann wie jede Woche auch ein Vollkorntoast für 1,19 €. Frischkäse habe ich diese Woche nicht geholt. Ist noch da. Im Moment ist der Kleine nicht unbedingt viel Frischkäse. Und deswegen fehlt da diese Woche. Dann habe ich einmal Äpfel mitgenommen im Angebot für 1,11 €, mit der Netto-App aber sogar nur 1 €. Genauso wie zweimal Geflügelsalami im Angebot für 1,11 €. Brauche ich einmal, ups, jetzt blendet es, brauche ich einmal für die Pizza und einmal für die Pizzabrötchen. Auch im Angebot für 1,11 € mit der App nur 1 €. Dann brauche ich auch einmal Schinken für die Pizzabrötchen heute Abend, 1,69 €. Und natürlich bei Pizzabrötchen, Pizza und Auflauf brauche ich wieder ein Stück Käse, aber nehme ich ja eigentlich sowieso jede Woche mit. Für 3,99 €. Ich weiß nicht, heute ist irgendwie bei mir der Wurm drin. Ich habe heute Morgen verschlafen und bei uns sind schon die Pollen so extrem unterwegs, dass ich so genießt habe, dass ich mir auf die Zunge gebissen habe beim Einkaufen, so sehr, dass sie sogar geblutet hat. Also heute ist wirklich komplett der Wurm drin. Solche Tage liebt man natürlich, ne? Dann einmal Kinderpingui im Angebot für 1,99 €. Mag der Kleine immer wieder gerne. Dann habe ich einen Blumenkohl mitgebracht für 1,79 €. Den brauche ich halt für den Auflauf, beziehungsweise einen kleinen Teil werde ich wahrscheinlich sogar einfrieren und ein Süppchen mal von machen, weil das ist so ein Riesenteil. Das schafft man ja gar nicht mit 2,5 Personen. Dann habe ich einmal ein Rotkohl mitgenommen für 69 Cent zu den Rouladen halt dazu. Dann auch die Rouladen.
Die Packung hat jetzt, sind 6 Stück drin. 9,99 € gekostet. Tut mir leid, wenn ich ihn wieder in die Nase kribbeln muss. Einmal Mandarinen für 1,49 €. Dann wie jede Woche mein Cola Mix für 49 Cent. Einmal ein Almdudler für unseren Besuch heute Nachmittag. Ich weiß, die mag das sehr gerne. Für 1,59 € im Angebot. 2 Dosen Tomaten habe ich noch mitgenommen. Ich habe zwar von letzter Woche noch Tomatendosen da, aber waren im Angebot für 65 Cent und da dachte ich, nehme ich gleich noch mal welche mit. Und ein riesiger Sack Kartoffeln. 4 Kilo für nur, wirklich nur 2,49 €. Also da kann man wirklich nicht irgendwie schimpfen für den Preis. Ja, das war es eigentlich auch von meinem Einkauf. Allerdings habe ich noch eine Frage an euch. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Mein Sohn hat in 3 Wochen Geburtstag und er möchte dieses Jahr eine Iron Man Geburtstagsparty haben. Nur ehrlich gesagt, ich persönlich habe keine Ahnung, was Iron Man genau ist. Ich habe mittlerweile rausgekriegt, dass er halt einen blauen Stein als Herz hat und Farben Rot und Gold. Ja, weil er ja aus Metall ist, deswegen das Gold. Aber ganz ehrlich, ich habe schon im Internet geforstet. Ich finde da nicht viel draus. Den Film direkt anschauen mag ich mir auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so ein Action-Freak-Fan. Und vielleicht könnt ihr mir da irgendwas über ihn erzählen, damit ich den Geburtstag auf Iron Man herrichten kann. Weil ihr wisst ja, die mich länger verfolgen, letztes Jahr gab es Spider-Man. Da weiß ich wenigstens, wer es ist. Aber bei Iron Man bin ich jetzt wirklich komplett überfordert. Vielleicht könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen, was typisch für diese Actionfigur ist. Ja. Und das wäre ganz toll, lieb und nett von euch. Vielleicht hat einer von euch auch ein Kind, was Iron Man mag und kann mir da ein bisschen weiterhelfen. So, dann verabschiede ich mich für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über ein kostenloses Abo. Und wie gesagt, es wäre nett, falls jemand da irgendwelche Informationen für mich hat, der mir das in die Kommentare unten reinschreiben könnte, damit ich da weiterkomme. Also dann, ciao!